für eine wunderschöne Melodie. Diese spät gesungene Ballade von Louis Armstrong gehört zu den vielleicht bekanntesten Stücken, die er interpretiert hat. What a Wonderful World beim Posaunenfest. Für uns Bläser nicht ganz einfach, weil der Puls unten drunter diese Notation in punktierten Halben dem ein oder anderen einfach immer mal wieder ein bisschen Mühe macht. Du, di, di, du, du, di, du, di, 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 du, di, 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 du, di, di, ba, da, du, di, di, do. Muss das noch ein bisschen gehalten werden. Diese punktierten Viertel, die ihr hier hört, sind entsprechend genau in Takt 5, 6, 7 den punktierten Vierteln, die ihr da spielen müsst. Do, de, do, de, do, de, do, do, di, di, do, di, 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 um, do, do, di, do. Eine halbe Note sind zwei Schläge. Wir haben dann vier Schläge zum Beispiel auszuhalten in Takt 11. Der Satz ist harmonisch interessant, also guckt, dass ihr die richtigen Töne drückt. Ich drücke euch die Daumen dazu oder zieht. Besonders in Takt 12, 13, auch in den Tenören und in Bässen muss man das gut vorbereiten, damit das dann wirklich jatzig ineinander passt und klingt. Eine Stelle im Alt möchte ich gerne noch mal vorstellen, Takt 11 und 12. De du de du di 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 da bang di di ding bum do de do, die ist toll. Ja? Und sie kommt eben nach dieser Betonungsverschiebung in Takt 10, ihr habt eine punktierte halbe, ba da da di 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 ba du ba um ba da ba ga da di 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 dong 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 ding gang ging gang ging gang bang ga ga gang bang bang. Das ist nicht ganz einfach. Macht das für euch vielleicht zwei, drei Mal und hört das durch. Dann kommt im Abschnitt B eine etwas andere Art in den Begleitmotiven, spielt das härter. Ta 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 ta. Ja? Also deutlich härter ansprechen und vielleicht auch ein bisschen offener, steht auch Forte da. In Takt 24 kommen jetzt zu den Triolen, wie man sie mittlerweile empfindet, sind ja keine, von der Notation her trotzdem, kommen plötzlich Zweierbetonungen, also Duolen. Ihr habt 23. Ta 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 di dong ding dang ding ta 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 ding ta 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 ding ta 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 du di du di du di du di und der Bass macht weiter und dann wieder dum ding du dong ba ga ga uff, geht in dieses triolische Spiel hinein. Das ist eine Kleinigkeit, die ihr vielleicht für euch auch einmal klären müsst. Im Bass kommen häufiger solche Duolen vor, einmal schon in Takt 17. Kleiner Hinweis für die Chorleiter, auch für die Bläser. Wenn ich dirigiere, boing, 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 ist in dem Schlag immer ein Auf und ein Ab drin. Grundsätzlich definiert ihr den Schlag ternär, das heißt, ja, da, 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 da und so weiter. Wenn jetzt die Duolen kommen, macht ihr einfach dong, gang, bung, bang, bung, bang, bung, bang, da, 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 eins und zwei und guckt auf die Hände oder betont ein wenig mehr euer Dirigat in dieser Unterteilung. Eine Kleinigkeit noch, falls ihr einen Solotrompeter habt, der Takt 32 spielen möchte. Das, was da so gefährlich aussieht mit den Sechzehntel, leitet sich eben auch von den Duolen ab. Eins und zwei und eins, ba 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 bing, bang, bam, 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 bum. Ja, davor ist es ternär,
Chaka da chaka cha ba 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 bi ba. Dann muss man nur noch die Finger sortieren, hat aber den Rhythmus geknackt. Ganz am Schluss gibt es eine Fermate, dieses Mal über einer Pause in Takt 37 am Anfang. Und danach geht es wieder ins Tempo. Du di di du du do. Bass, di du di du di du di eins, bang, bong, bi. Und dann ist Schluss. Ich würde als Chorleiter immer unterteilen im letzten Takt und die Achtel geben. Und die Duolen in Takt 39 findet ihr gut mit dem Hinweis, den ich euch eben setzte. Herrliche Melodie. Nehmt sie euch und ich freue mich, wenn wir das miteinander musizieren dürfen. Danke fürs Mitmachen.